Ja, wir wollten die Work-Life-Balance unserer Mitarbeiter verbessern. Wir wollten einen Beitrag zum Umweltschutz liefern, zur Nachhaltigkeit. Wir wollten ein bisschen was den Mitarbeitern anbieten, damit sie motiviert zur Arbeit kommen. Das ist schon irgendwie was Schönes, wenn man sich morgens vor der Arbeit nochmal kurz bewegt. Und gleichzeitig haben wir einen tollen Standort natürlich am Rhein direkt gelegen. Und das bietet sich einfach an, da mit dem Fahrrad hinzufahren, weil die Mitarbeiter dann auch am Rhein entlang radeln können. Und es ist einfach zentral gelegen und das Fahrrad ist einfach auch schneller. Ne? Wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt, ist man, oder ich bin zumindest schneller bei der Arbeit mit dem Fahrrad, als wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto fahre. Ja, da war, glaube ich, ein verlässlicher Partner wichtig für uns, der auch eine gewisse Erfahrung auf dem Gebiet hat. Uns war wichtig, dass das steuerlich alles richtig läuft, die kaufmännischen Aspekte richtig beurteilt werden. Und da war es uns wichtig, mit dem Marktführer zusammenzuarbeiten, weil wir da den Eindruck hatten, dass ja das auch dementsprechend mit den Finanzämtern richtig geregelt wird, dass wir eine gute Beratung bekommen. Das Jobrad-Portal war uns wichtig, weil das den Prozess deutlich vereinfacht. Ja, also die Bestellung und die ganze Abwicklung und Administration, das Paperwork, da braucht man eine Unterstützung, und das Jobrad-Portal hilft, glaube ich, allen Beteiligten da diesen Prozess zu handeln. Und das hatte ich so bei Jobrad gesehen und fand das auch ganz gut. Also der administrative Aufwand ist insgesamt überschaubar, kann man sagen. Also solange man im Regelprozess bleibt, funktioniert das super und reibungslos. Sobald man natürlich Störungen hat im Prozess, sprich Versicherungsfälle, Diebstähle, ausscheidende Mitarbeiter, ist es ein bisschen extra Koordination. Da merke ich aber, dass Jobrad sehr bemüht ist, auch diese Sonderfälle jetzt konsequent anzugehen und auch dort Funktionalitäten in das Jobrad-Portal einzubauen und auch diese Sonderfälle einfacher handelbar zu machen. Ne? Wir haben aktuell 34 Jobräder im Einsatz. Das entspricht etwas über 25% Beteiligungsquote. Ja, die Mitarbeiter freuen sich, dass wir als Arbeitgeber sowohl die Versicherung übernehmen für die Mitarbeiter als auch die Inspektion und wir auch ja damit das Jobrad-Konzept etwas fördern. Die Mitarbeiter sagen, hey, ist doch viel besser, wenn ich mit dem Fahrrad komme, weil ich tue was für meine Gesundheit, ich tue was für den Umweltschutz und ich fühle mich einfach besser. Das ist doch was ich relativ oft höre. Ja, ich meine, es gibt ja sowas wie Jobtickets und es gibt sowas wie Parkplätze, und ich finde, dass man jeder Gruppe von Mitarbeitern, egal welches Verkehrsmittel sie nutzen, eigentlich auch Unterstützung bieten muss. Und von daher finde ich das nur fair. Ja, ich habe das Konzept eingeführt und wollte eigentlich gar kein neues Fahrrad haben. Ich dachte immer, hey, mein Altes tut's ja noch. Und dann irgendwie hat's mich doch gepackt, weil das Thema so in der Kommunikation war. Ich bin sehr zufrieden damit, ja. Ich freue mich jeden Morgen drauf, wenn ich aufs Fahrrad setze und ein schönes Fahrrad habe. Da hat man jeden Tag was von.